Eine ganze Wohnung über ein Smart-Panel steuern? In seiner Wohnung ist das möglich. Doch ist hier wirklich alles Gold, was glänzt? Hat nicht geklappt. Und hier wird dein Baby 100. Hä? Wie soll das denn gehen? Willkommen in der Zukunft. In der Stadt der Zukunft. Hier ist vieles ein wenig anders. Ich fand es anfangs verwirrend. Doch wie leben ganz normale Menschen hier? Und welche unerwarteten Problemchen kann die ach so schöne neue Technik mit sich bringen? Wir besuchen 4 Apartments im Wohnungscheck Songdo. Man mag es kaum glauben, aber vor 15 Jahren war hier noch nichts. Es mussten erst 500 Millionen Tonnen Sand ins Meer gekippt werden, um die vermeintliche Stadt der Zukunft zu bauen. Auf der ganzen Welt wird über Songdo berichtet, das bis 2020 die smarteste Stadt der Welt werden soll. 45.000 Einwohner leben und arbeiten hier schon. Von Seoul, der Hauptstadt Südkoreas, fährt man etwa eine Stunde dorthin. Im ersten Wohngebiet werden wir erst einmal überrascht. Denn futuristisch haben wir uns etwas anders vorgestellt. Wie es wohl drinnen aussieht? Der erste, der uns hier die Tür öffnet, ist Timothy aus Wisconsin. Und unser erster Eindruck wird mit Fingerabdruck widerlegt. Denn damit kann man hier die Tür öffnen. Das geht nicht mit allen Fingern. Ich habe nur den Daumen programmiert. Cool. Timothys Wohnung ist insgesamt 150 Quadratmeter groß und hat 4 Zimmer. Miete zahlen muss der Kindergärtner nicht, denn die wird komplett von seinem Arbeitgeber übernommen. Und jetzt erfahren wir auch, warum die Stadt so smart ist. Jede Wohnung in Songdo hat das hier. Ein Smart Panel, über das man zum Beispiel Temperatur oder Beleuchtung in jedem Zimmer regulieren kann. Aber braucht man das? Ich denke, dass vieles ein bisschen übertrieben und unnötig ist. Aber es gibt auch Praktisches. Es ist schön zu sehen, wer an der Tür ist und diese von hier zu öffnen. Das kennen viele schon aus Deutschland. Doch Timothy kann das auch von der Badewanne aus, also theoretisch. Oh, kaputt? Immerhin klappt's in der Küche. Neben Fernsehsendern kann man hier auf den Spielplatz gucken. In der Stadt gibt es über 50.000 Überwachungskameras. Doch Timothy begeistert sich für etwas anderes. Denn den Wasserhahn muss er nicht per Hand aufdrehen. Ich weiß nicht, ob man das als Hightech bezeichnen kann, aber ich liebe es. Es ist sehr praktisch. Und dann wäre da noch der Staubsauger aus der Zukunft. Den 30 Meter langen Schlauch kann man einfach in die Wand stecken und loslegen. Du brauchst keinen Beutel. Naja, schon, aber der hängt halt in der Staubsaugerkammer. Nicht schlecht, im Gegensatz zu diesem Feature hier. Wenn in dem Wohngebiet hier irgendetwas los ist, wird das über diesen Lautsprecher durchgesagt. Zum Beispiel, wenn es ein Festival gibt oder irgendeine Info, die man wissen soll. Dann gibt es hier hin und wieder einfach so eine Durchsage. Das nervt viele hier und ich mag es auch nicht. Und man kann es nicht abstellen? Na, hoffentlich wird man davon morgens nicht geweckt. Die Stadt der Zukunft, Songdo, hat natürlich auch eine Uni. Ob uns hier ein futuristisches Studentenwohnheim erwartet? Wir treffen auf Hannah aus Virginia. Die 19-Jährige wohnt im 25. Stock. Mit Fingerabdruck kann sie die Tür hier nicht öffnen und ihr Zimmer ist gerade mal 10 Quadratmeter groß. Warum ist sie hier? Ich habe mein ganzes Leben in den USA gewohnt, aber ich bin zurückgekommen, weil ich hier geboren wurde. Und ich war neugierig, wie es in diesem Land wohl ist. Meine Eltern sind Amerikaner mit deutschen Wurzeln. Sie haben mich adoptiert, als ich 13 Monate alt war. Die Uni in Songdo ist eine Partneruni von Hannahs Heimatuni in Virginia. Seit einem Jahr wohnt sie jetzt hier und viel Technik findet man in ihrem Zimmer nicht. Außer dieses coole Gadget, das in Südkorea sehr beliebt ist. Das ist ein Luftbefeuchter. Du kannst ihn einfach auf eine Wasserflasche setzen. Den habe ich mir selbst gekauft, da mir oft übel ist. Das hilft, die Luft zu reinigen. Hannah mag ihr Zimmer und ist happy, dass sie das Bad nicht teilen muss. Dusche, Waschbecken und Klo sind eins, ohne Duschvorhang. Für uns völlig ungewohnt, in Südkorea üblich. Kochen kann Hannah hier nicht, hier hat sie nur einen Vorratsschrank. In die Gemeinschaftsküche dürfen wie auf die gesamte Etage keine Jungs. Hallo, voll von gestern, die Stadt von morgen? Der Kühlschrank wird mit 22 Bewohnerinnen geteilt. Da braucht man starke Nerven. Hannah zahlt für das Wohnheim 1.450 Euro pro Semester. Darin inbegriffen ist auch ein Fitnessstudio, das man am Sonntag irgendwie für sich alleine hat. Wir halten fest, Studenten wohnen in der Stadt der Zukunft total normal.
Abgesehen von den Songdo-typischen Überwachungskameras und konservativen Regeln. Hennas Freund darf nicht zu Besuch kommen. Aber wie sieht es eigentlich in der Umgebung von Songdo aus? Wir machen einen Abstecher in eine Wohnsiedlung außerhalb des Zukunftsviertels und treffen auf Daria und David. Aber huch, was wird denn hier gefeiert? Heute wird unsere Tochter 100 Tage alt, also dekorieren wir unser Wohnzimmer. Was auf uns völlig überraschend wirkt, ist in Südkorea Brauch. Das ist eine Art Tradition. Man schenkt dem Baby Stäbchen, Teller, Schüsseln und Besteck. Stäbchen und Löffel, damit es gut isst und glücklich ist. Und manchmal machen wir auch, wie sagt man, einen Faden zum Nähen dazu, damit es lange lebt. Daria ist aus China, David aus Südkorea. Die beiden sind seit 8 Jahren verheiratet. Kennengelernt haben sie sich im Studium in den USA. Und heute haben sie Besuch. Das hier ist meine Schwiegermutter. Sie ist heute hier, um uns bei der Party zu helfen. Besonders beim Kochen, weil ich kann die traditionelle koreanische Küche nicht. Das hier ist aus roten Bohnen und das hier sind Castella und Reiskuchen. Das ist ein absolutes Muss für den Babygeburtstag. Ihre Wohnung, etwa 100 Quadratmeter groß, hat das Paar für rund 250.000 Euro gekauft. Nebenkosten liegen bei etwa 80 Euro monatlich. Das Schlafzimmer hat Daria gerade für sich alleine mit Töchterchen Hee-won. David hat hier für sie extra eine Schminkecke mit Beleuchtung hingebaut. Ob beim Vorstellungsgespräch oder im normalen Alltag. Sogar Mütter, wenn sie in die Schule gehen müssen, Make-up auflegen. Das ist echt wichtig für mich. Sich schminken ist höflich hier in Korea. David schläft wegen des Babys gerade im Arbeitszimmer auf einem ausziehbaren Bett und muss auch in Sachen Schrank kleine Abstriche machen. Jetzt kommen die Gäste. Zeit für uns zu gehen, doch nicht ohne traditionelles Geschenk. Symbolisch, um Glück und Segen mit der kleinen Hee-won zu teilen. Zurück ins smarte Songdo. Im Herzen des Business-Distrikts am Songdo Central Park öffnet uns Jung Sin. Sie wohnt hier mit ihrem Mann Jong Won, ein CEO aus der IT-Branche. Ihre Wohnung haben sie vor einem Jahr für $500.000 gekauft. Etwa 130 Quadratmeter ist sie groß. Gästezimmer sind für die beiden Töchter. Eine von ihnen lebt in Leipzig, ist mit einem deutschen Mann verheiratet. Selbstverständlich ist das hier ein Smart Home. Und John Won zeigt uns eine faszinierende Funktion, die wir noch nicht kannten. Dieses Panel zeigt genau, wie viel Energie wir pro Monat verbrauchen. Jeden Monat in Echtzeit. Das ist praktisch. Vor allem, wenn selbst die Toilette Strom verbraucht, da sie über Controller gesteuert wird. Doch trotz neuer Technik finden wir auch hier typisch Koreanisches. Was hier unscheinbar auf dem Boden liegt, kann bis zu 400 Euro kosten. Das ist ein traditionelles koreanisches Elektrobett. Man kann es heizen. Ich habe oft Rückenschmerzen und da ist das sehr gut. Doch der ganze Stolz, und jetzt gucken Sie genau in Jong Wons Gesicht, ist nicht etwa das Smart Panel, sondern dieser Super Beamer und das passende Audiosystem. Zu einem Preis, der sich gewaschen hat. Ungefähr etwas über $5.000. Und für den hier auch über 5.000. Ich respektiere sein Hobby, aber ich will dafür kein Geld ausgeben. Wir sollten das Geld besser für die Zukunft sparen. Partnerkonfliktchen, die wohl überall auf der Welt gleich sind. 4 Wohnungen in Südkoreas Stadt der Zukunft haben wir gecheckt. Einiges ist wirklich von morgen, doch ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber wer weiß, bis 2020 soll hier ja noch einiges passieren.